So, liebe Leute, da sind wir wieder. Und ich habe hier mein Rufsymbol mal gesetzt. Bin mal gespannt, ob das was bringt, ob mich jemand braucht. Weil ansonsten würde ich nämlich einfach sagen, gehe ich da voran. Und mich würde vor allem interessieren, was die Dark Wraiths da machen. Mit etwas Geduld machen die ja hier gut den Weg sauber. Und ich werde beschworen in einer anderen Welt. Das ist cool. Und wir starten die Zeit. Nicht vergessen. So, alles klar. Und hoffentlich kann ich dem guten Menschen bei dem Gegner helfen. So, Träger der Glut. Da ist der. Verbeugen uns. Ehrwürdig. Alter, wieso schickt er mich zurück? Ist der doof? Wieso schickt er mich einfach zurück? Muss man das verstehen? Wahrscheinlich kann ich diesem Covenant auch beitreten. Und dann lassen die mich bestimmt auch in der Ruhe. Vielleicht helfen die mir sogar. We wait. Beziehungsweise wir gehen einfach mal. Gehen einfach mal zum Endgegner hin. Da bin ich gerufen worden. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Warten bis hier noch einer gesammelt wird, dass ich nur gegen einen kämpfen muss. Alter! Muss ich es ja nicht schwerer machen, als es schon ist. Alter! Na komm schon. Zack. Ich
hast es überlebt. Bis zur Hälfte gekommen. Das ist ätzend. Das noch mal so. Ansonsten benutzen wir mal das Großschwert. Ich meine, der Weg dorthin ist halt angenehm, muss man doch sagen. Der Plan wäre aber eigentlich... Zack. Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Ja, kämpft immer gegeneinander. Hallo. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Scheiße, genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Zack. Heile. Awesome. Gut. Ich muss aber sagen, weil hier jemand schreibt, sie wenige Musik. Ich finde, wir haben hier deutlich... deutlich mehr Musik und es ist deutlich hörbar zu verschiedenen Stellen. Im Feuermann schreien ist wirklich ganz, ganz laut und es ist nicht mehr ganz so unterschwellig. Und klar, bei den Kämpfen ist es super wie jedes Mal. Auch nochmal den Ton. Ich finde die Musik mittlerweile sehr, sehr tragisch. Es ist selten auch so heroische, epische Musik. Das heißt, da, gegen den wir hier kämpfen, das ist jetzt nicht, glaube ich, jemand, der Böses will. Der hat einfach nur die falschen Karten. So, die stehen wir weit weg. Thank you.
Alter. Gut, dass wir den Ring anhaben. Ja, war jetzt nicht wirklich möglich. Zack! Backstabbing! Wow. Schwein gehabt. Das gibt's doch nicht! Nur weil ich mich versucht habe zu heilen! Ah! Dummer Wichser, Mann! Dabei lief das so gut! Es lief so gut! Oh, vor allem der Kampf ist ewig! Gegen drei Leute kämpft. Und ich würde mich nicht wundern, wenn dann auch noch die Dark Raps gegen Ende kommen. Und meinen auch nochmal anklopfen zu müssen. Der ist auch, der ist noch nicht immer so schwer. Aber es läuft schon wieder nicht. Thank you.
angreift mich an. Bin ich tot. Alter! Nicht immer die kriege ich hin. Okay, wir versuchen es mit dem dicksten Schwert. Dickstes Schwert. Scheiße, Mann. Ich will mir da keine Hilfe wiederholen. Fuck, dann bin ich aber zu langsam. Scheiß Schwert, Mann. Es wiegt einfach zu viel. Es wiegt einfach zu viel, dieses Kackschwert. Damn it. Versuchen wir es mal so. Nee, ich habe ihn nicht geschafft. Mach den kaputt, der nicht als Boss zählt. Warum? Wir versuchen das jetzt nochmal. Ist doch nicht. Scheiße. Damit Chance vertan.
Ja, Leute, das weiß ich doch, dass da ein Dritter kommt mit roten Augen, die dann die Bosse battlen. Das davor, also, wenn man nur 2 Minuten meines Kampfes gesehen hat, rafft man es doch, dass ich das so mache. Deswegen denkst du, warte ich die ganze Zeit und zieht sich das so hin. Also, genau gucken, liebe Leute. Argum. Als hätte ich das nicht sofort gerafft. Das war mir doch bewusst von vornherein. Zack. Schön in den reingestochen. Dann werde ich jetzt einfach farmen. Ist mir jetzt auch egal. Das gibt's doch nicht, dass man so hart auf die Eier kriegt. Das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber geht ja nicht anders. Hier mal immerhin gut Schaden. Alter, selbst der Ritter ist da wieder am Start. Ja. Hey, 300, das ist halt echt nix. Komm mal her, Ritter. Ich hoffe, der gibt wenigstens ordentlich. Der gibt mir hart auf die Fresse, der Wichser. Weil du nicht weißt, macht er den und schlägt dann nochmal sofort. Ich meine, man stunt den halt auch nicht. Hilfe will hier auch keiner. Ist doch Kacke. Dann reisen wir einfach woanders hin. Helfen vielleicht bei den ganz vielen. Bisschen beim Boss. Das ist wenigstens befriedigend. Giftiger Moosklumpen oder was? Edelstein. Ja, machen wir das so. Nee, gehen wir hier mal runter, komm. Hier waren wir ja noch nicht gewesen. Sühne! Okay. Die Frage ist, wo zur Hölle sind wir hier? Hohler Edelstein. Ah ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind und ich finde es nicht gut, dass wir hier sind. Wir kommen hier nicht mehr rein, ne? Ich will hier aber nicht sein. Hier ist blöd. Kein Bock, mich da durchzukämpfen. Wir haben doch einen von diesen ganz wenigen Heimatknochen. Feuerbandschrein. Eigentlich egal, wo wir ist.
So. Dann gehen wir nämlich zu der Kirche. Hierhin nämlich. Kapelle der Läuterung. Und farmen ein bisschen. Und farmen ein bisschen. Das ist doch blöd. Dann gibt es jetzt einfach mal eine halbe Stunde Farming. Bis die Belastbarkeit geiler ist. Guck mal, das ging doch ratzfatz. Dann gibt es jetzt dann gleich im Anschluss, die nächste Folge wird dann schon Jan farmt in Dark Souls 3. Richtig lame. Seid auch da dabei. Stellt mir gerne Fragen in den Chat. Wie ich immer sag, dass ihr das gerne machen dürft. Ich werde mir dann auch bald mal was zu essen bestellen. Skorpion. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Underdog-Ritter. Alte Schule und so. Und dann machen wir doch jetzt mal hier ein bisschen Action. Auf dem Pfad. Wollen wir den? Kein Problem mit so einem dicken Prügel. Ach, mittlerweile sind die auch besiegt. Ich komm schon. Können die was? Ekelhaftes Zeugs. Ich leuchte übrigens so golden, weil ich in der Club der Sonnenkrieger bin, der Sun Bros. Und wenn ich Leuten helfe und als Phantom in deren Welt komme, als Zeichen meines Covenants leuchte ich, das ist sehr einschneidend, dieses Schwert, golden. Es gibt auch noch die Wächter des blauen Pfads, glaube ich, heißen die, die wiederum blau leuchten und immer dann in Erscheinung treten, wenn jemand inversiert wird und somit beschützen die Leute. Alter! So, ich habe hier die Fettrollen. So, erstmal kommen lassen. So, die Zeit ist vorbei. Lasst ihr den wohl in der Ruhe? Ich bin tot. Ich
bin tot. So, liebe Leute, es geht sofort weiter mit noch einer Aufgabe, deswegen gehe ich ganz kurz in den Werbespot.